Hallo, wir sind der Destruction TV. Wir sind heute in Norderstedt zu Gast. Hier ist eine Veranstaltung, die heißt Tag des Triumphes. Neben mir steht ein Mann, der Sven Lohner von A&L Zeitarbeit. Hallo Sven, was Hi. Treibt dich heute hierher? Naja, auf alle Fälle meine beiden Jungs, die hier kämpfen werden. Einmal Philipp, den ersten Hauptkampf, und Maurice, den letzten Hauptkampf, und versucht hier, den zweiten Europameistertitel einzufahren. Ja, also ihr seid eine sportbegeisterte Familie, ja? Also du und deine Jungs, ihr seid auch, macht auch andere Sachen, ne? Außer Kampfsport. Ganz, na ja, klar, wir machen sehr viele Sachen, wenn wir die Zeit dafür haben. Aber momentan steht der Sport eigentlich absolut im Vordergrund in der gesamten Familie. Und wir haben einfach extrem viel Spaß mit dem, was wir tun. Ja, wie ist das so als Vater? Also es ist ja wahrscheinlich auch immer, hat man so ein bisschen Angst, oder wie gehst du daran, wenn du hier wie heute sitzt und deine beiden Jungs heute kämpfen? Ja, also Angst habe ich überhaupt nicht, aber ich bin unglaublich nervös. Also ich habe vorhin beide gesehen und ich bewundere diese Coolness. Die beiden sind so relaxed und mir schlottern die Knie. Also ich weiß immer nicht, was ich sagen soll, aber Angst habe ich überhaupt nicht. Also ich weiß vom Sport genug, um keine Angst haben zu müssen, um das, was die dort machen. Also das passt schon alles. Hast du selber mal Kampfsport betrieben? Ja, immer noch aktiv. Immer noch aktiv. Kung Fu. Und insofern denke ich einfach, kann ich das auch recht gut einschätzen, was dort im Ring passiert und was die Jungs erwartet. Ja, aber du bist ja nicht nur einfach jetzt, sage ich mal, heute hier zu Gast, weil deine Jungs hier kämpfen, sondern du sponsorst auch ein bisschen. Ja, das heißt also, du setzt auch finanzielle Mittel ein, um das zu unterstützen, ja? Ja, ich denke einfach, dass für den Sport immer ein bisschen was gemacht werden muss, und unabhängig davon, ob es jetzt meine Jungs sind, mir ist es einfach wichtig, dass grundsätzlich der K1 ein bisschen unterstützt wird, weil ich es gut finde, wenn die Jungs und auch die Mädchen, die sich hier ambitionieren, einfach etwas machen, wo sie sich einfach auch behaupten können, und das unterstütze ich gerne. Ja, das ist natürlich immer eine tolle Sache. Da ist natürlich der Sport auch ein bisschen drauf angewiesen, weil ja, ohne freundliche Sponsoren, so wie dich, geht das natürlich nicht. Also wir wünschen deinen Jungs erstmal ganz viel Erfolg, ne? Für heute Abend sind ja ganz tolle Jungs, also lohnt sich auf jeden Fall heute wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir sind Day of Destruction TV, das ist Sven Lohner von A&L Zeitarbeit, ein freundlicher Sponsor. Dankeschön. Super. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.